Hi meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein ganz kleines Bücher-Unpacking. Ich habe nämlich auf der Suche nach Tauschpaketbüchern bei Büchertöne rumgestöbert und habe da tatsächlich drei Bücher gefunden, die ich gerne haben gewollt hätte. Das eine Buch ist sogar ein neues Buch. Ich wollte mal austesten, wie die Bücher bei Büchertöne aussehen, wenn sie komplett neu sind und ich den vollen Preis dafür bezahle. Und zwei Bücher sind Mängelexemplare, die einfach günstig waren und ich dachte mir so, ja, die würden dich schon interessieren und du hast zwar keins der Bücher gefunden, die du für dein Tauschpaket brauchst, aber jetzt hast du ja schon mal geguckt, kauf dir mal, ne? Und ich habe so gedacht, naja gut, gibt's Schlimmeres und es sind nur drei Bücher und ich hatte gerade Lust, Bücher zu bestellen und ja, ne? Habe ich es halt gemacht. Kann man jetzt gut oder schlecht finden, also das überlasse ich jedem selber. Ich glaube, die meisten freuen sich auf ein Unpacking und ich würde sagen, wir starten durch. Das ist das Paket, das ist auch nicht groß, also da sind jetzt diese drei Bücher drin. Und das war es dann auch schon. Ich habe auch nicht viel bezahlt, ich glaube, mit Versand und allem drum und dran habe ich irgendwie 20 Euro bezahlt. Und das für drei Bücher geht schon echt klar. Besonders wenn man bedenkt, dass ich für das eine Buch den vollen Preis bezahlt habe. Da stellt sich doch tatsächlich die Frage, wie viel haben dann die anderen Bücher gekostet? Werde ich euch gleich erzählen, die waren echt nicht teuer. Ach, jetzt habe ich das auf der Seite nicht aufgemacht. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig, weil ich das eine Buch auch neulich schon mit Lena in der Stadt in der Hand hatte und gedacht habe, nimmst du es jetzt mit? Und dann habe ich es doch liegen lassen und irgendwie habe ich mich dann darüber geärgert, weil ich es gerne lesen wollen würde und ich hätte es einfach schon mal gerne hier und ja, somit ist es jetzt da und ich lasse mich einfach mal überraschen, wie es mir dann schlussendlich gefällt. Ich glaube, viele von euch kennen das Buch auch und finden das auch gut und somit, ja, bin ich sehr froh, dass es jetzt hier eingezogen ist. Und ich starte mal mit dem neuen Buch und das ist von Derek Landy, Skullduggery Pleasant, wird es so ausgesprochen, ich weiß es nicht, der Gentleman mit der Feuerhand. Und das ist ja so, ja, das ist ein Typ, der kein gewöhnlicher Detektiv ist, er ist ein Zauberer und Meister der kleinen schmutzigen Tricks und er ist aber ein echter Gentleman und er ist ein Skelett. Und ich finde so diese Kombination mit Magie, Detektiv, Krimi, Liebe und allem, was hier so vorkommt, richtig gut. Und es gibt so viele Leute da draußen, die über diese Bücher schwärmen. Und ich dachte mir, ich hole mir die jetzt als Taschenbuch, weil ich die als Taschenbuch eigentlich ganz schick finde. Und die haben als Taschenbuch in den folgenden Bänden immer so einen schönen bunten Buchschnitt. Und deswegen dachte ich mir, okay, das muss jetzt hier einziehen. Ich bin da schon sehr gespannt drauf. Ich hoffe, ich schaffe das, das spätestens im März oder April zu lesen. Und spätestens, wenn ich in den Flitterwochen bin, wir haben nämlich Flitterwochen gebucht und wir fliegen 10 Tage lang in die Karibik und ich habe einfach die Hoffnung, da so viel relaxen zu können, dass ich echt einiges an Büchern schaffe. Ich habe überlegt, ich werde einen ganzen Koffer nur mit Büchern mitnehmen. Und ja, ich hoffe, dass ich mindestens 3 Stunden am Tag dann lesen kann und den Rest mit Ausflügen und tollen Sachen mit meinem, ja, dann Ehemann verbringen kann. Und somit denke ich, dass ich dieses Buch ziemlich bald lesen werde und ich freue mich da schon sehr, sehr drauf. Und es werden nämlich nur Taschenbücher mit in den Leseurlaub kommen und deswegen brauchte ich da noch ein bisschen Nachschub. Ja, ich freue mich. Ich bin echt schon gespannt auf diese Geschichte. Und ja, das wird cool. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Ghost Rider, wobei Ghost Rider ja natürlich ein bisschen auf anderen Hintergründen handelt, aber es ist egal, es wird cool werden, glaube ich. Und dann habe ich mir den ersten und zweiten Teil einer Reihe geholt. Ich weiß gar nicht, ob es davon noch so einen vierten Teil geben wird. Ich habe das mal bei der lieben Sarah Janina, heißt sie, glaube ich, jetzt wieder gesehen und fand das echt cool. Also das muss sie einfach einziehen. Und der erste hat mich 5,25 Euro gekostet. Das ist er. So rot wie Blut von Salasimuka oder so. Das ist irgendwie so märchenadaptionsmäßig, aber nicht richtig. Hier geht es um Lumiki und sie ist alles andere als ein gewöhnlicher Teenager. Sie lebt in einer eigenen kleinen Wohnung und hält sich konsequent aus allem raus, bis sie die blutigen Geldscheine entdeckt, sorgfältig auf eine Wäscheleine an ihrer Schule aufgehängt. Ein absurder Witz, gefährliche Dummheiten oder ein Verbrechen. Und die Einzelgängerin wird dann vor ein Rätsel gestellt und es geht auf einmal um Leben und Tod und um Lügen, Korruption, schreckliche Geheimnisse. Und das hört sich irgendwie cool an und das soll irgendwie auch sowas Märchenhaftes sein. Rot wie Blut hört sich ja auch so ein bisschen wie
Lunachroniken ist rot wie Blut, ja, Rotkäppchen. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Und die Titel sind sehr, sehr ähnlich. So rot wie Blut ist echt tatsächlich fast genauso wie Blut so rot. Also die Titel, die Untertitel hören sich echt total ähnlich an. Und dann habe ich mir noch den zweiten für 3,75 Euro mitgenommen, wie so weiß wie Schnee. Und das ist wahrscheinlich Schneewittchen. Ich lese mir jetzt mal nicht durch, worum es geht. Ich finde, auf jeden Fall sehen die wahnsinnig hübsch aus. Und die haben echt sowas von Krimi oder Thriller. Ich bin gespannt. Also ich will mich da einfach mal überraschen lassen. Das erste sieht eigentlich ganz okay aus. Das hat da nur so einen kleinen Riss im Schutzumschlag. Also hier. Ansonsten sieht es gut aus und hat so ein paar Macken. Das ist hier so ein bisschen, das sind so Kratzer drauf. Ja, die seht ihr sogar in der Kamera. Das ist aber nicht gravierend oder weltbewegend. Ansonsten in gutem Zustand für 5 Euro kann ich mich definitiv nicht beklagen. Und das zweite, das ist ja voll dünn, die haben, glaube ich, zusammen gerade mal 500 Seiten. Das zweite hat da unten den Mängelexemplarstempel. Genau. Und halt auf der Rückseite so ein paar Macken. Aber auch die sind jetzt nicht so weltbewegend. Da ist es ein bisschen eingedetscht. Ansonsten ist das Ganze sehr, sehr gut erhalten und ich freue mich schon sehr auf die Geschichten. Ich bin gespannt, was mich erwarten wird und ob das tatsächlich sowas mit Märchen sein wird. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Und ja, das war es auch schon von meinem Unpacking. Das waren die 3 Bücher. Ich kann sie euch noch mal im Überblick zeigen. Kommt mal her, ihr 3 Schätzchen. So sehen sie aus. Ich freue mich darüber, dass die 3 hier eingezogen sind und bin gespannt darauf, wenn ich sie gelesen habe, wie sie mir gefallen werden. Und ja, das war es von mir eigentlich auch schon wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, meine Lieben.